Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Diekhoff, manchmal denke ich, dass man über Dinge reden sollte, von denen man eine Menge versteht, und über Dinge, über die man nicht so viel versteht, da sollte man besser schweigen. Wenn Sie über Naturschutzgebiete reden, ich weiß gar nicht, wo Sie Ihre Kenntnisse hernehmen. Ich verstehe überhaupt nicht an der Stelle, wenn Sie sagen, die Weiden, die es dort gibt, die Wiesen, die es dort gibt, seien artenarm. Diese Weiden werden extra erst nach Mai gemäht, um genau das herzustellen, dass die Pflanzen, die dort blühen, dass die erstmal ausblühen, Insekten Nahrung bieten, und danach werden sie vom Landwirt geschnitten, mit dem Nachteil, dass der Futterwert natürlich geringer ist. Ich empfehle Ihnen mal, bevor Sie solche Allgemeinplätze raushauen, machen Sie doch mal eine Besichtigung in einem Naturschutzgebiet, gucken Sie sich das an, denn der Zustand ist nicht so, wie Sie ihn dargestellt haben. Ich möchte zum eigentlichen Thema kurz kommen. Wir alle haben jetzt seit mehreren Jahren Untersuchungen vorliegen, einzelner Arten, auch hier in Nordrhein-Westfalen, über die Bestände von Hummeln, über die Entwicklung der Bienenbestände. Und wir haben jetzt noch mal die Untersuchung aus Krefeld dazu bekommen, die über 3 Jahrzehnte darstellt, wie der Bestand runtergegangen ist. Und jetzt kann man viel, Herr Deppe, mir direkt gegenüber, jetzt kann man natürlich viel kritisieren, das ist ja auch passiert. Diese Studie ist, wenn Sie auf Top Agrar gucken, ich finde, sie ist in ziemlich fieser Art und Weise runtergemacht worden. Da sind diejenigen, die es dort betreiben, als Hobbyforscher bezeichnet worden. Wenn Sie sich angucken, was die Leute machen, da sind jede Menge, nein, das haben Sie nicht gemacht, da sind jede Menge Diplombiologen tätig, die das in ihrer Freizeit noch mal weitermachen, die also das, wo wir nicht vielleicht genügend Gelder bereitstellen, zu ihrem Hobby noch mal erklären und Insektenforschung betreiben, was vielleicht ja unsere Aufgabe als Staat wäre, das zu ermöglichen. Und ich finde, an der Stelle gebührt diesen Menschen dort ein Dankeschön, dass sie diese Forschung über 3 Jahrzehnte gemacht haben und wir deshalb diese Ergebnisse überhaupt haben. Der Befund 75% weniger. Ich glaube, wenn wir das mal in Relation setzen zu dem, was bei den Vogelbeständen passiert ist, da haben wir eine bessere Datengrundlage, weil dort auch Ehrenamt, Naturschutzverbände und so weiter, ornithologische Gesellschaft, diese Daten ja auch schon sehr lange erheben. Da kommen wir zu einem ziemlich ähnlichen Bestand, Kiebitz, Uferschnepfe. Da haben wir auch einen Rückgang von etwa 70% bei den Tieren. Also wir können schon festhalten, Insektensterben reiht sich nahtlos ein in das, was wir an Befunden haben bei Feldvögeln. Von daher habe ich wenig Zweifel, dass diese Zahlen nicht stimmig sind. Es ist deshalb gut, dass die SPD heute hier diesen Antrag einbringt. Es ist auch richtig, dass wir noch mal genau gucken, wo sind die konkreten Ursachen? Woran liegt es, dass die Insekten sterben? Aber, und von daher, Herr Deppe, unterstütze ich Sie auch an der Stelle zu sagen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir jetzt noch mal wieder jahrelang forschen, diese Legislatur quasi mit Forschung nach Ursachen quasi verplempern. Ich glaube, dazu ist die Lage zu dramatisch. Wir sind jetzt auch aufgerufen, die Indizien ernst zu nehmen. Und es gibt natürlich starke Hinweise, wo die Ursachen liegen könnten. Und ich glaube, die Landesregierung ist aufgerufen, dann auch Sofortmaßnahmen jetzt zu ergreifen und nochmal die Programme, die wir ja auch zusammen tragen, wie zum Beispiel Uferrandstreifen, Blühstreifen, das auch nochmal zu verstärken, um dieses Angebot eben zu verbessern für die Insektenwelt. Dazu gehört aber auch, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich durch die Landschaft fahre, ich finde, diese Landesregierung sollte auch nochmal an die Landwirte erheblich appellieren, dass das Pflügen bis an den Wegrand, das Pflügen bis an die Grabenkante, dass das endlich auch aufhört, denn da wird der Natur natürlich auch Raum genommen. Dazu gehört auch, Glyphosat war ja Thema in den letzten Tagen, dazu gehört natürlich auch, mit einem Glyphosatverbot alleine, das mag man ja sich wünschen, kommen wir aber nicht weiter. Was wir brauchen, ist ein klares Reduktionsprogramm. Das, was wir bei Antibiotika hingekriegt haben, eine Halbierung des Verbrauchs, was vorher keiner geglaubt hat, dass das geht, das muss bei Pflanzenschutzmitteln genauso möglich sein. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, damit wir das Insektensterben aufhalten und wieder zu mehr Artenvielfalt kommen können. Dazu gehört natürlich auch Beweidung von Grünland. Dann muss man eben dafür aber auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Dazu gehört aber auch, dass wir in den Siedlungsräumen für mehr insektenfreundliche Gestaltung sorgen.
das, was wir überall sehen mittlerweile, das mag man ja arbeitsmäßig begrüßen, dass Steingärten angelegt werden, aber ich glaube, da sind Kommunen und auch wir als Land aufgerufen, da eine Trendumkehr zu bewirken, dass die Menschen eben für die Insekten eine gute Landschaft herstellen. Meine Damen und Herren, wir haben als alte Landesregierung mit Biodiversitätsstrategie, mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz ein gutes Fundament gelegt, auf das Sie als neue Landesregierung aufsatteln sollten. Sie sollten dieses Fundament nutzen und dem Artenschutz in diesem Land eine hohe Priorität einräumen. Wir freuen uns auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank.